Moin und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Scam. Ja, wie gesagt, wir machen ja hier im Dorf weiter und mein Plan ist tatsächlich ein Plan. Wir sind ja jetzt hier und hier unten am Wasser war ja auch noch was, was ich gesehen habe. Da würde ich ja eventuell einmal zu Fuß gleich mal hingehen. Aber wir sind jetzt erstmal noch hier in der Stadt. Da werden wir mal durchmanövern. Ganz entspannt. Ich schätze, noch sind noch keine gespawnt. Aber hier irgendwas haben wir hier entkillt. Nicht so wirklich. Ich bin hier ja eh nur rein. Halt, weil ich heraus. Ich musste ja aus dem Spiel raus, nicht, dass wir irgendwo Gewürzmischung. Können wir ja mal mitnehmen. Mal sehen, ob wir da auch Geld für kriegen. Weil selbst eine Pfanne, ja. Das sind so alles auch Sachen. Na, ich bin ja nicht so der Partybrillentyp, ne? Aber hier ist ja noch. Ach nee, das war ja das. Ja, komm, gehen wir mal weiter. So, dann müssen wir uns ja nur noch mal wieder ein bisschen orientieren. Im Moment sind noch keine Kollegas da. Ach, genau, da hinten war das Moped. Wir haben ja noch eine Polizeistation, haben wir hier auch noch am Start. Genau, ich bin hier in dem Häuschen drin gewesen. Ich bin von da gekommen, ja. Ich glaube, da ist auch nichts Weltbewegendes drin, ne? Polizeistation war ja weiter hinten da. Mir ist ziemlich warm. Genau, da war das Moped, so die Straße. Genau. Ich hoffe ja, dass da hinten eine Tanke ist. Oh, hat mich eine. Oh, die hat mich erwischt. Ganz dezent am Kopf. Aber nicht so schlimm, wie es aussieht. Da ist noch eine Werkstatt. Die gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich rein. Wenn wir da nicht schon reingeguckt haben, ne? Na, wir sollten hier lang gehen. Ich glaube, hier war ich letztens schon drinnen, ne? Ja. Ich glaube schon. Aber was heißt schon glauben? Glauben ist nicht wissen, ne? Oder wie war das? Ein Bauarbeiterhelm brauchen wir nicht. Ne, der war ich hier auch noch nicht drin. Den kenne ich so noch nicht. Gießkanne, ob man in der Gießkanne auch. Polizeistation heben wir uns für ganz zum Schluss auf, oder? Da läuft ein Hühnchen. Okay, gut. Pass auf, dann einmal hoch zum Auto. Oder gehen wir jetzt die Straße runter? Ich denke. Wir können da natürlich auch hinfahren, ne? Wartet mal, wo bin ich denn jetzt? Ich gucke jetzt Richtung Norden. Norden. Und hier hinten. Ich glaube, das war das Stück. Kann das sein? Ich glaube, das war das Stück. Aber ich weiß halt nicht. Ah,
Wir müssen auf jeden Fall hier die Straße einmal runter. Ich will einmal gucken, der Leica. Da müssen wir einmal reinschauen. Aber ich meine, ich habe im Schnitt mal drauf geachtet, als ich das Video geschnitten habe, dass die letzte Folge. Autoreifen, nein. Aber wir gucken. So. Da vorne ist der Leica. Hier ist die Polizeiwache. Müssen wir mal schauen. Da ist ein Kollege. Gewesen. So. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier gar nichts. Keine Räder. Jetzt weiß ich nicht. Keine Motorhaube. Ein paar Lampen hätten wir, die wir mitnehmen könnten. Haben wir... Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Dings haben. Eine Beifahrertür. Haben wir eine Beifahrertür, Leute? Ich glaube nicht, ne? Ei. Ich blute. Ist aber noch okay und keine Infektion. So, das, was ich ja meinte, ist, glaube ich, da ganz hinten. Ich lasse mal die Tür kurz liegen. Naja, ich denke, dass er das Ding, da laufe ich jetzt nicht ganz hin. Okay, so, dann lasst uns mal gucken, wie ist unser Taschenplatz? Ja, ist recht voll. Ich müsste erstmal hoch. Dann in die Polizeistation. Okay, dann würde ich sagen, lasse ich die Tür liegen und wir fahren mit dem... Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir... Ich weiß nicht. Wir machen es so. Passt auf, wir machen es so. Wir wissen ja jetzt... Auf der einen Seite reizt mich die Polizeistation schon, um vielleicht noch andere Waffen zu bekommen. Auf der anderen Seite. Ach so. Ich muss sowieso mal. Ich dachte, da kommt was. Ich muss sowieso gleich mal in eine unserer Kisten gucken. Ich weiß nämlich jetzt gar nicht, was wir da am Magazin haben, weil wir haben doch eine Schallgedämpfte. Russische, die ASU, meine ich? ASU, irgendwas? Würde ich mir da mal angucken wollen. Und dann fahren wir. Ich will ja nicht so viel Sprit verbraten. Ich meine, ich habe was gehört. Es war nicht mein Hund. Dann würde ich sagen, wir lassen die Polizeistation. Die können wir dann ja nochmal machen. Und wir fahren, versuchen mit dem bisschen Sprit ins nächste Dorf zu kommen. Ich hoffe ja. Aber guckt, wir haben jetzt eine Seitentür. Das ist doch schon mal gut. So, genau. Aber erstmal wollte ich doch mal
Hier reinschauen. Zack, zack, zack. Ja, ich weiß, könnte noch eine Kiste bauen. Eieiei. Ich hau erstmal alles rein. Ich muss irgendwann mal aufräumen. Ich muss irgendwann mal aufräumen. Ja, das Handy schmeiße ich hier auch rein. Die Schuhe wollte ich hier noch reinschmeißen. Flasche ist zum Trinken da. Schraubendreher packen wir hier mit rein. Geld, 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 Geld. Pinunzis da. Ich habe da ja sogar noch eine Flasche liegen. Puh, gucken wir gleich mal. Mal hier rüber. Das hau ich hier rüber. Die kann ich denn ja auch. So, wir haben ja alles. Okay. Ja, die meinte ich. Das Problem ist, ich weiß halt nicht. 9 mal 39. 9 mm. 9 mm. 38er, 357er. Oh, den Helm, seht ihr? Den wollte ich auch noch haben, aber da haben wir ja im Moment noch kein 22er. Elektrikerwerkzeug. Weil ich glaube, die Munition war echt schwierig zu bekommen. 9x39. Das ist die. Habe ich aber nur 4 Schuss. Und ich glaube, ich habe auch gar kein Magazin dafür. Oh, oh, oh. Habe ich das schon erwähnt mit dem Aufräumen? Scheiße. Ist das so ein Magazin? Aber wir gucken einfach mal. Wäre halt so ein Notfallding. Okay. Okay. Gib mir einen Moment. Ich muss einmal gucken, wie war das mit der Munition? Grafiksteuerung. Nee, das war das doch hier da. Kampfwaffe. Durch das Visier nachladen, schlagen, Bajonett atmen, 0, 0, 0, Feuermodus überprüfen, Schussmodus, Zielfernrohr. Ach, hier geht es ja noch weiter. Schussmodus, Feuermodus, Shift-R. Okay, 4 Schuss sind drin. Ah, wieso konnte ich denn da nicht mehr machen? Da war doch, war da nicht noch mehr Munition von? Leute, hatte ich hier nicht eben noch mehr Munition? Das ist K-Vehikel-Reparaturgedöns. Oh, die Schnur, das ist zu wenig. Da ist eine Achter. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe so viel Schnur. Ich hatte doch hier auch noch jede Menge. Hier, Nadel brauche ich. Schnur, glaube ich. Ja, 4 Schuss ist natürlich ein bisschen wenig, aber es ist schon mal was und 100%.
Okay. Werkzeugkästen haben wir auch noch nicht gefunden. Okay, dann lasse ich den Rest mal so. In die Boxershorts könnte ich noch was reinpacken. Ich könnte auch das noch mal ausziehen. Socken ausziehen. Ich glaube, da habe ich auch was drin, ne? Ja, da habe ich eine Flasche drin. Dann lasse ich die. Okay. Ich bleibe aber erstmal bei der Dings und den würde ich dann mal so als nudiger Notnagel sehen. Da würde ich sagen, wir fahren einmal hin. Wir lassen erstmal die Polizeistation. Wir haben jetzt schon mal eine Tür. Und wir müssen dann die. Ah, mal sehen, wie weit wir kommen. Wir schauen mal. Aber weiter. Ich hoffe ja, dass hinten am Wasser irgendwann mal eine Tanke kommt. Weil das ist nicht mehr so weit, was wir hier haben. Nicht mehr so viel an Sprit. Wieder mal, ne? Ich möchte jetzt auch nicht so gerne querfeldein fahren, weil hier sind schon ziemlich viele Steinies und so. Jetzt sich auch nicht so prickelnd. Ich sag's, wie es ist. Oh, Anfängerfertigkeit. Hurra, wir sind aufgestiegen. Oh, oh, scheiße. Also, das müsste eigentlich mehr Punkte geben hier mit. Mit nur drei Rädern. Ich muss mir auch. Ja, alles klar. Jetzt fahren. Sollten wir Richtung. Wir kommen ja da hoch. Wir müssen dann hier einfach geradeaus weiterfahren. Immer geradeaus weiter, in der Hoffnung, dass dann irgendwann mal was kommt, wo wir Sprit kriegen. Aber so wie ich das sehe, werden wir noch mal einen kleinen Fußmarsch machen müssen. Ach, Leute. Immer derselbe Müll. Aber gut, ich hätte ja auch die Spritkanister voll machen können, ne? Weil am Geld soll es im Moment nicht scheitern. So, stopp, stopp, stopp. Wir sind, glaube ich, von unten gekommen. Ey, wir sind. Ich habe schon wieder gleich keinen Sprit mehr. Scheißdreck. Wir müssen weiter Richtung Osten. Richtung Osten. Richtung Osten, das ist richtig. Aber dass es nicht mal eine Dings für einen Hafen gegeben hätte. Ich hätte vielleicht doch zu Fuß darüber laufen sollen, wäre kürzer gewesen. Gleich war es das. Aber das kennen wir ja schon zur Genüge. Und hier geht es auch bergauf. Ah, Scheiße. Oh, Mann. So kann man natürlich auch seine letzten Tropfen Sprit durchbringen. Aber ich gucke noch mal, ob irgendwie noch ein Stückchen im Benzinkanister drin ist. Ah, Mann, ich will nicht wieder. Los, komm. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück, dann geht's doch bergab. Ich guck mal, ob ich das Ding geschoben kriege. Nein, wir kriegen es natürlich nicht geschoben. Ich brech ins Essen, Leute. Da hinten ist, glaube ich, die große Stadt. Ach, ich wollte dahin. Aber gut, das wäre Richtung Süden. Ich gucke erstmal, ob wir. Ich bin doch wieder falsch gefahren. Es war wieder so klar, oder? Es war wieder so klar. Ob ich doch noch ein Tröpfchen Sprit irgendwo drin habe. Scheiße. Leer. Leer. Leer, leer. Super. Nein, nicht super. Wagenheber haben wir 50 Trillionen Stück. Yo, ich bin stolz auf mich. Okay.
Okay. Dann wollen wir mal. Mach mal alles trinken. Leute, Leute, Leute. Aber gut, man kennt es ja nicht anders von mir. Man kennt es ja nicht anders. Das ist auch gar nicht schlimm. Schubidubidu. Diesmal bereiten wir uns aber so dementsprechend vor, dass ich mir etwas Nahrung mitnehme. Und nee, ja, doch, doch, warte mal, ich glaube. Wo war die Flasche drin? Hier oder im Schuh? So. Wieso ist der Schuh eigentlich noch frei? Passt mal auf. Geht nicht. Okay. Merken wir uns doch mal, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt da oben, also einfach südlich runter. Oha. Okay, da kriegen wir schon mal keinen Brennstoff. Das steht schon mal fest. Ist das schon das Stück? Es ist die große Frage, ist das eins von diesen... Wo es Mechts gibt oder nicht? Ist natürlich klasse, dass ich jetzt die Tasche so voll habe, dass ich einen Benzinkanister dabei habe. Natürlich gehen wir rein, oder? Also, entschuldigt, dass ich jetzt gerade ein bisschen leise war, aber das hat sich nicht wie ein Zombie angehört. Eher wie ein Bär. Ich sehe auch nichts. Das außerhalb oder innen drin? Also ich denke, das war bestimmt ein Bär und ich bin dem zu dicht dran, zu nahe gekommen. Also ich möchte natürlich hiermit nicht schießen, wenn ein Zombie kommt, davon mal abgesehen, aber schwierig. Okay, das ist auf jeden Fall wieder eine Stelle, die ich gehe mal rauf. Ich hoffe, ich kann hier jetzt drauf. Einmal Rundumblick vielleicht. Scheiße, ey. Was war das denn? Weil mit dem Prügel oder mit dem Bogen werde ich ja nichts. So, jetzt hätte ich gerne mein Fernglas wieder. Also wenn, dann ist es irgendwo da hinten.
Wow. Okay, was haben wir denn? Ach, ein Carbon Hunter Gedöns und da war doch. Hallo? Hier schießiges Schießpulver. Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier am Zaun, weil ich kann leider da hinten nicht sehen, ob. Also gut, das ist ein Zombie, das ist okay. Aber das war kein Zombie, den wir gehört haben. Definitiv nicht, Leute. Definitiv nicht. Was noch Zombie? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt hier oben wegschießen will. Ich könnte es ja mal mit der Hunter hier versuchen. Mit der Hunter, mit der Schallgedämpften. Schande, jetzt müssen wir es mal überlegen. Okay, das ist Burst. Wie konnte ich die Burst umstellen? Gut, guck ich mal. Wollen wir mal testen? Okay, ich schätze, es ist sie alle. Ja. Nee, das ist anhauchen. Das ist schauen. Ah, ja, genau, mit Shift und. Gut, die ist leer. Ja, von denen findet man Munition auch so gut wie gar nicht. Obwohl die echt gut ist eigentlich, weil die auch schön leise ist. So. Also sie ist noch leiser wie die MP5. Also eigentlich ist sie cool, aber wie gesagt, kostet einen Haufen Muni. Aber Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, ich beende die Folge und spring gleich in die nächste natürlich und wir machen dann hier weiter. Mann, Mann, Mann. Machen wir so. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns übermorgen. Und schreibt doch mal in die Kommentare. Ihr habt es ja auch gehört. Wolf oder Bär? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es kein Zombie. Ciao, euer Maruk.